muss erstmal die Bühne abholen, die Arbeitsbühne, die man hinter mir sieht, um dann zu gucken, kommen wir hoch genug. Da mussten wir das einrichten, mussten hier ein bisschen gucken, dass die Wege entsprechend in der Breite sozusagen für die Fußgänger sind und halt verschiedenes Material sozusagen zurechtlegen und ein bisschen ausprobieren. Wir haben einige Steine gereinigt. Wir werden gleich nochmal wieder ein bisschen reinigen, damit wir ein paar Quadratmeter fertig haben. Weil die Viktion quasi oder der Kleber, so kann man sich das vorstellen, der braucht eine gewisse Trockenzeit, bevor man sozusagen das Blattgold aufträgt. Dann zieht sich das Gold quasi ran. Man drückt es eigentlich nur ein bisschen an und das war's dann schon. Wir werden hier in der Nachbarschaft auf eine Art und Weise instrumentalisiert, die einfach unangemessen ist. Es wird öffentliches Geld verbrannt und es ist keine Kunst, definitiv nicht. Wir werden ständig als sozial schwacher Stadtteil dargestellt und das unterstützt natürlich mit solchen Aktionen dieses schlechte Image. In Veedel gibt es nichts. Kein Geschäfte, keine Ärzte und so, aber hier ist goldene Haus. Es ist einfach Blödsinn. Es sieht schön aus, klar. Ich meine, gut, wir werden jetzt natürlich ein bisschen populärer hier, eben halt, weil das auch über die Medien geht. Ich finde, wir hätten eine demokratische Abstimmung im Stadtteil machen müssen über dieses Kunstprojekt und der Künstler, also meine Meinung ist, der Künstler hätte es selber finanzieren müssen. Es wird eher wahrscheinlich eine lächerliche Aufmerksamkeit werden. Siehe Mario Barth, da waren wir ja schon, ich habe es zufällig gesehen. Die waren hier und haben sich drüber lustig gemacht und da werden noch andere Komiker folgen. 80.000 Euro hier an der Hauswand nageln, aber komm mal abends mal komm zum Kratzen, ein bisschen abkratzen hier und dann ist auch gut. Ne?